Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Let's Plays vom Spiel City Skylines. Ja, in der letzten Folge hatte ich begonnen, hier so einen Autobahnknoten, nenne ich es mal, zu erstellen. Und mir ist aufgefallen, hier die Züge, die stauen sich. Und deswegen habe ich festgestellt, die brauchen hier irgendwie eine Umleitung. Und zwar von hier nach da, wenn es funktioniert. Okay, es funktioniert nicht, das ist mal schlecht. Okay, so wird es gehen. Jetzt irgendwie hier anschließen. Boah, die Kurve ist krass. Na, mag nicht. So rum auch nichts. Merkwürdig. Direkt hier von der Weiche weg. Mag nichts. Hier ist so anschließt. Ja, schon viel besser. So können die Züge, die von hier kommen und da rüber wollen, einfach hier das Nebengleis benutzen. Ja, da gibt es ja auch keine Staus. Gut, dann geht es hier mit dem komischen Kreisverkehr weiter. ich habe mir Folgendes dabei gedacht. Von jeder Straße, von jeder Seite aus, geht quasi eine Abfahrt, also eine Ein- und Ausfahrt hin. Also quasi, wir fangen jetzt einfach mal an, so pauschal. Fange einfach hier an. Und zwar diese Straße muss hier angeschlossen werden. Geht das so? Oder gleich eins höher? Jawohl, das geht so. So, Fahrbahn umkehren, Fahrtrichtung umkehren. So, das gleiche passiert auf der anderen Seite logischerweise auch. Ja, irgendwie. Warum geht das nicht? Merkwürdig. Ja, komischerweise. So und. Ich hatte. Mein Junge, uiuiui. Ich hatte den Kreisverkehr. Falsch rumgebaut, oder? Ja, tatsächlich, ja. Okay. So, Fahrtrichtung. Den Kreisverkehr einfach wieder umdrehen. Umkehren. Und ich habe mir gedacht, umso größer der Kreisverkehr ist, umso weiter wird sich der Verkehr auf den Kreisverkehr verteilen. Und dadurch wird es auch weniger Staus geben. Also irgendwie will das nicht funktionieren. So. Jawohl, warum nicht gleich so? So, die erste Seite haben wir komplett. Das heißt, mache ich das gleich auf der anderen Seite auch noch, bloß hier wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Denn hier sind die ganzen Gleise. Und auf der Seite auch. Eieiei. Da muss ich am besten möglichst weit hinten beginnen, dass ich die Straße auch auf die dementsprechende Höhe rauf bekomme. Hier mal ein bisschen gerade. Noch ein Stückchen höher. Und jetzt einfach hier anschließen. Jawohl. Perfekt. So, das gleich auf der anderen Seite auch. Ein bisschen in der Länge ziehen. Jetzt wieder ein Stückchen gerade. Dann wieder.
eine Etage höher, wenn das geht. Und dann hier Anschlüsse. Ups. Fehler. Jetzt passt's. Bloß die Fahrtrichtung ist wieder falsch. So, jetzt haben wir diese Fahrbahn auch. Machen wir die weiter. Auch wieder weiter hinten anfangen. Also ich weiß nicht, ob das Prinzip von dieser Art von Kreisverkehr funktioniert, aber ich versuch's einfach mal. Gerade. Vielleicht so ein bisschen in die Kurve rein. Okay, ne, gerade. Jawohl. So, von der anderen Seite aus genau das gleiche. Geht's hier runter. Die ersten Fahrzeuge benutzen die Ausfahrt schon, die wo ich gerade gebaut habe, vor wenigen Sekunden. Sieht man hier. Wir fahren die entlang. Die fahren einmal komplett außen rum, oder wie? Ne, die fahren hier raus. Also einige, nicht alle, aber einige. Okay, es fehlt noch eine Ausfahrt, beziehungsweise Ein- und Ausfahrt, ist diese. Wo werde ich diese jetzt anschließen? Das ist die Frage. Denn hier haben wir erstens die ganzen Gleise und dazu kommt noch, dass hier schon eine Ausfahrt ist. Also Ausfahrt ist glaube ich nicht schwer, die könnte ich hier, ups, nee, nicht so, sondern so beginnen. Dann geht es hier eine Tasche tiefer. Es kommen hier die ganzen sag schon, die ganzen Stützen von den Brücken wieder. Wahrscheinlich kommt direkt zwischendurch. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Obwohl, ich muss ja nicht durch, ich kann nicht direkt hier anschließen. Okay, das schaut furchtbar aus. So nicht. Das langgezogene. Okay, kann man machen. Mal einfach mal. Hat's noch nie gemacht, aber. Es geht immer erstes Mal. Warum kann ich hier nicht anschließen? Ja, okay, wow, Hilfe. Ein bisschen ändern. Okay. Kurve ändern, aber ich meine, das besser wird, nicht schlechter. Machen wir es so rum einfach. Tada! Obwohl, dass die Autobahn gleich so steil runtergeht, ist glaube ich gar nicht schlecht. Das gefällt mir sogar sehr gut. Das machen wir einfach überall, an jeder Ecke. Also so. Und dann geht die Autobahn. Ups, nee, nicht so. Perfekt. Schaut auch gleich mal viel besser aus wie vorher. So, hier das gleiche. Plus.
hab's umgedreht. Irgendwie muss ich hier bei der Autobahn runterkommen. Na, will nicht. Ach, jetzt geht's. Ich will hier einen Kurvenradius machen, aber irgendwie. So, es geht wieder ganz runter. Ne? Perfekt, ich muss wieder voll schrauben. Auf der Seite. Ne, hier passt ja, hier können wir nicht anders. Da. Hier. Fallschirm. Ups. So, yes, sir. Okay, und jetzt fehlt noch die Ausfahrt von hier darüber. Wie mache ich das? Ich habe eine Idee. Ich beginne hier. Ich fahre hier unten durch. Oh, okay, das geht mal nicht. Warum geht das nicht? Weil ich über die Straße eh schon runter geht. Okay, dann fahre ich einfach ein Stückchen weiter rüber. Gib es dort hin. Okay, ich wollte hier unten durchfahren. Wie komme ich sonst hier rauf? Ha, ich habe eine Idee. Das mal weg. Diese Straße wird keine leichte sein. So, jetzt geht's. Geht natürlich nicht, weil hier schon wieder eine Autobahnzufahrt ist. Boah, das ist ganz schön steil, also fast so steil wie bei einer Skisprungschanze. wenn die Autos hochkatapultiert. Irgendwie muss ich da rüberkommen. Ich mache hier die Straße gleich ein bisschen höher. Okay, geht auch nicht, weil hier die andere Straße ist. Das ist ja blöd, ne? Hier geht es auch nicht, weil hier wieder so ein Brückenpfeiler ist. Oder geht es? Das sind sogar zwei Brückenpfeiler. Ey, Kompliment. Ich habe sogar zwei Brückenpfeiler erwischt. Hast du was gehen? Echt jetzt? Ja, so. Okay, dann geht's hier durch. Was? Gibt es nicht. Da ist doch nichts. Ich verstehe es nicht. Muss man es nicht verstehen, oder? Hä? Ach so geht's komischerweise. Ach so. So.
Und jetzt kann ich diese Straße irgendwie da anschließen. Dann ist es komplett. Komplett. Oh. Nee, so eine Brücke brauche ich ja nicht. Wie kann ich hier runterfahren? Also was gehen? So, die Fahrtrichtung noch umkehren. Tada! Fertig! Ja, ist mal ein anderer Style, würde ich sagen. Ein bisschen anders da. Aber es funktioniert. Wenn zum Beispiel ein Fahrzeug von dieser Fahrspur aus, mach alles weg, hier rüber will, fährt es hier raus, hier rauf und hier drüben wieder runter. Ganz einfach. Hier könnte man noch irgendwie, weiß nicht, ein paar Sachen reinbauen, wie. Ja, nee. Irgendwie andere Sachen können wir noch reinbauen. Auf jeden Fall. Ich werde vielleicht sogar diese Straße da anschließen. Oder vielleicht sogar extra. Ah, genau, ich habe eine Idee. Kleine extra Autobahnausfahrt bauen. So, mal schauen, ob das funktioniert. So wird es funktionieren, aber so nicht, okay. Also immer weil Brückenteil ist, da geht es komischerweise. Ich muss möglichst in der Trippen anfangen. So geht's. Okay, Auffahrt brauchen wir auch wieder. Also wird es ein bisschen eng. So. Ja, nicht so steil. Nicht so steil. Und so. Ja, das kann man machen. Würde ich sagen, das kann man so machen. So, diese Straße. Jetzt mal gleich ganz runter auf den Boden. Wieder ein Stückchen nach vorne. Ups. Nee, Brücke brauche ich keine. Ich will ja hier rüber. Nicht so schief. Warum ist das so schief? Kann man es genauso wie auf der drüben Seite. Ne, vielleicht ein bisschen weiter auseinander, so ungefähr. Und jetzt geht es komplett nach oben. Genau, und jetzt kommt eine schöne Kurve. So, wieder upgraden. Sehr gut. Warum nicht gleich so? Und jetzt kann ich von hier aus hier anschließen. Dann ist der Stadtteil auch von dieser Seite befahrbar. Jawohl. Ja, das ist eine Idee. So, die Straße. Wo muss ich jetzt hin? Und jetzt ziehen wir die Straße einfach mal ein Stückchen weiter her. Gerade. Genau. Das heißt, kommt hier eine Einbahnstraße dran. Muss ich das anders abbauen? Ach so. Dann haben wir hier die Einbahnstraße. Und ich wollte das ein bisschen anders machen, hier das Ganze. Ich überleg. Genau, das wird die Hauptstraße von dem Stadtviertel. Nee. Jawohl. So ungefähr. Aber. Ganz, noch nicht ganz, nee. Das ist anschmiegen an die andere, Straße.
Okay, dann kann ich den Rest ja eh vergessen. Ne, nicht so scharf. Ja, so. Ja, nee, nicht wirklich. So ungefähr, genau. Also die andere Straße bloß wieder umdrehen, dass die Fahrzeuge im Weg auf die Autobahn finden. Und dann sind das die zwei Hauptverkehrsadern in dem Stadtbereich. So, hier die Straße geht 90 Grad Winkel da dran und geht in die andere Straße auch über. Jawohl. Hier vorne gleich nochmal Querstraße einbauen, dass sich andere Fahrzeuge, die sich verirrt haben oder so, noch eine alternative Route haben. Haben wir eine Einbahnstraße am besten. Dann gibt es ja auch keine Kreuzung. Ja, stimmt schon. Das stimmt schon so. Cool, dann haben wir das auch mal geändert, das Ganze. Hier die Straße, die zwei, wo parallel verlaufen. Die werde ich vielleicht hier nochmal aufzeigen, wo ein Stückchen nach unten geht. Oder nee, nicht unbedingt. Die werde ich von hier dann nach oben führen. Genau, bis hier rauf. Hier oben wird es allerdings auch noch einen kleinen Kreisverkehr geben. Und das wird das neue Stadtviertel. Namen muss ich nur überlegen. Gut, dann würde ich sagen, was für diese Folge. Mal einen Screenshot. So. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, was für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play City Skylines. Macht's gut. Bis dann. Ciao.